Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Drangsang. Ja, meine lieben Freunde, ich habe in der letzten Folge, beziehungsweise nein, ich habe diese Folge schon aufgenommen. Leider mal wieder ein Half-Size, das heißt so viel wie halbe Qualität, also glaube ich nur ein 360p. Und habe sie dann auf HD halt gerendert, also 720, und das sieht so scheiße aus, dass ich das jetzt nochmal spielen muss. Tut mir leid, aber es ist so. Ich kann es nicht ändern. Und deswegen werde ich jetzt auch schon, glaube ich, ein bisschen was im Voraus wissen. Ja. Also ich werde, glaube ich, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sau lange für die Sache brauchen. Zum Beispiel bin ich hier sofort schon reingerannt, weil ich weiß nicht, was hier schon passiert und so. Also entschuldige mich schon mal dafür, dass ich jetzt schon so gut darüber weiß, Bescheid weiß. So, es geht gleich weiter. Denn, ja gut, weil ich das jetzt schon kenne, was ich in diesen 20 Minuten machen werde, kann ich es ja mal probieren, es noch schneller hinzukriegen. Deswegen geht's mal los. Und hier, eine riesige Smaragdspinne. Die töten wir gleich. Ja? Aber ich mache das so, dass ja, ich die Kleinspinne erledige. Na? Und Vorgrim hilft hier mit. Vorher hatte ich Vorgrim auch für die Kleinspinne da eingeteilt, aber ich glaube mal, er ist besser gegen die große Spinne. Also darf er seinen Spaß mit der großen Spinne haben. Mal schauen, wie viel er abziehen wird. Hä? Hat die überhaupt angegriffen? Ich hab's gar nicht gemerkt. Bei Angriff Spart. Nein, gut, egal. Dann kann er nochmal angreifen. Achtung! Oh, ich bin gerade ein bisschen low. Das ist nicht gut. So. Und er zieht bloß 10 ab, alles klar. Angriff! Ja. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig für diese Spinne. Aber es ist auf alle Fälle nicht gut. Naja, wir beschwören mal eine hilfreiche Tatze. Obwohl, nein, wir machen es so. Wir setzen eine Finte ein. Ich beschwöre eine hilfreiche Tatze. Beschwöre, nicht laufen. Ja. So, und geht's hier einen Stich und er hüpft hier mal ein bisschen noch mit. Supi. Was? Mein Gott. Das ist schön, dass es überstanden ist. Schauen wir mal. Kuano, mein Lieber, entschärf mal hier ein paar Sachen. Und ich probiere derweil mal das Feuermoos zu enden. So. Denn ich glaube, Feuermoos war relativ kostbar. Ja, gut. Was? Leider hat es nicht funktioniert, aber egal. So, schauen wir mal, was wir jetzt bekommen werden. Ich weiß natürlich schon. Aber egal. So, ja, wir haben ein Siegel des Fluches bekommen. Jetzt weiß ich wieder, woher ich den Mann kenne. In Havena war er Hofwissenschaftler meines Namensvetters Kuano Ibenai. Bis vor zwei Götterläufen sein Labor abbrannte und es hieß, er sei tot. Wow, das ist ja ein relativ guter Magier und bekannter Typ. Alles klar. Zumindest haben wir jetzt ein Siegel bekommen und ihr seht schon, es ist ein Schatten gewesen. Das heißt nichts Gutes. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin, bevor wir in die andere Richtung gehen. So, wir spielen schon 3 Minuten etwa oder so. Und ja, was gibt's zu erzählen? Eigentlich nichts. Ich nehme mal wieder aktuell auf den letzten Pfiff. Wow. Wir heimlich mal kurz. Balsam Salabunde. So, und jetzt kämpfen wir, glaube ich. Gleich wieder gegen irgendwas. Ich glaube mal gegen die Viecher. Ja gut, ich weiß es schon. Ja, es ist, weiß, es ist nicht so gut. Und relativ flach, aber hey. So. Ich hoffe, ich nehme nicht wieder in halber Qualität auf. Man kann halt auf bei Fraps einstellen Half Size und ich klicke da manchmal aus Versehen drauf. Nimm dann auf und merke dann im Nachhinein, nachdem ich gerendert habe und hochlade, dass die Datei sehr klein ist. Dann checke ich erst, dass sie relativ schlechte Qualität hat. Angriff! Und ja, ist jetzt nicht so cool, weil ich dann alles nochmal machen muss. Weiche. Aber es macht schon Spaß.
Also ist jetzt nicht schlimm, was passiert. Aber ihr hättet das Video früher sehen können. Aber na gut. Passt schon. Gut. Wir greifen mal hier nochmal mit an. Achtung! Und ja. Ja. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich es schaffe, Drakensang, beziehungsweise die Mainquest von Drakensang durchzuspielen. Denn, wie gesagt, ich habe halt gesagt, Drakensang ist so mein Zwischenprojekt, dass ich jetzt spiele, bis ein neues Spiel rauskommt, beziehungsweise etwas, was ich dann let's playen will. Und dann wird, glaube ich, nur noch Minecraft und das Projekt kommen. Beziehungsweise Minecraft macht mir in letzter Zeit gar nicht mehr so viel Spaß. Oh mein Gott, ja, schlimm. Nein, aber irgendwie ja. Denn, keine Ahnung. Ich habe jetzt so oft CSGO gespielt, dass ich Minecraft so verlernt habe. Und immer so richtig Lust habe auf Minecraft. Ja. Denn es bockt einfach nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist, aber es ist so. Naja. Ja. Trotzdem werde ich jetzt noch Minecraft bringen, also keine Angst. Minecraft ist halt leicht aufzunehmen, deswegen ist es schon recht chillig. So, dann nochmal alle Attacken eingesetzt. Und tot sind die Viecher. Nein, nein, nein. So, jetzt aber. Es gibt auch noch ein anderes Drakensang, ich glaube, das ist das neuere. Boah, als ob ich den da jetzt nicht looten kann, weil er die genau unter ihm liegt. Ach nein, das ist der. Alles klar, waren hier nicht vier? Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich will natürlich keinen Loot auslassen. Ja gut, egal. Vielleicht liegen die auch aufeinander. Ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Wir gehen mal weiter. Und entschärfen erstmal diese Falle. Denn ich will nicht reinrennen. Denn wer weiß, was passiert. Ah, ich glaube, das ist... Aha! Gott sei Dank, dass ich das hier nochmal spiele. Denn diese Tür habe ich echt vergessen. Aber die ist verschlossen. Schade. Ich habe mich schon gefreut, dass ich die aufkriege. Denn die habe ich gar nicht mitbekommen in der letzten Folge. Beziehungsweise in der, die ich gerade aufgenommen habe. Keine Ahnung. Ach Leute. So, wir gehen mal hier in die Ecke. Das habe ich auch schon in der letzten Folge, beziehungsweise in der Aufnahme gemacht. Ich höre jetzt mal auf, über die verlorene Aufnahme zu reden, denn das... Keine Ahnung. Macht mich nur noch mehr depressiv. Nein, keine Angst, ich bin nicht depressiv. Keine Ahnung, ich laber gerade. Irgendwelche sinnloses Zeug. Na gut. Nein, ich bin in die Ecke gegangen, weil hier alles voller Fallen ist. Und ich nicht gerne in die Fallen laufen wollte. Sowas nennt man taktisches Spielen. Ja. So, ich würde mal sagen... Ich gehe dann mit hier auf den hier. Ja, was machst denn du? Und sie haben ihn immer noch nicht besiegt. Na gut, dann setz meine Flinte ein. Und... Ja, dann müssen wir es auch gewinnen. Ganz leicht. So, super cool, ey. Vorgrim. Ich verwechsel die Namen immer noch. Ich glaube, das werde ich nie lernen. Das ist aber echt schön, dass der Bär zwei von diesen Viechern, diesen Wasserspeiern, bekämpft. Oder so in der Art. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich falsch gesagt. Egal. Ach ja, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, weil ich das jetzt alles nochmal machen muss. Aber na gut. Wir spielen jetzt einfach mal ordentlich. Serious Gameplay. Und ja, haben wir mal unseren Spaß mit den Viechern. So. Was? Na, ich würde mal sagen Finte, denn ich habe festgestellt, Finte, gezielte Stiche und Zauber ziehen ganz schön viel bei diesen Viechern ab. Ich kann es ja mal präsentieren mit dem Fulminatius Donnerkeil. Boom. Oh, nur 8. Na ja, gut. War doch nicht so viel. Aber egal. Was? So. Ich würde sagen, ich helfe hier mal mit. Und Kuano, mein Lieber. Du bist ja fast tot. Was machst du? Ich glaube, Vorgang Leuren rein. Oh. Und Vorgang ist tot. Wie ich es wusste. Kuano. Ach Gott, ich wechsle den Namen. Na gut, dann müssen wir uns jetzt mal rächen.
setze mal einen schönen Donnerkeil ein. Ne, Kugelblitz. Ach, ich wechsle die Namen die ganze Zeit. Und wir haben einen neuen Questgegenstand. Aber erstmal muss ich Kuano hier wieder reparieren. Nein, wie nennt man das? Verbinden? Keine Ahnung. Wunden heilen. Er hat nämlich eine kritische Wunde. Ja. Mit der er leider nicht... ja. Regeneriert und so. Ich freue mich, dass mich die anderen hier nicht angreifen, denn das wäre dann schon ein echt fetter Kampf, wenn hier so acht dieser Viecher dich angreifen. So, ich nehme mal diese Waffe hier. Denn die ist auch besser. Ja. Und ich kann alle Attacken mit der machen. So. Ja. Und ja. Den Rest lassen wir mal so. Ich würde sagen, Kuan und Chef mal hier. Und wehe, du verkackst es, dann stirbst du wieder. Hui, okay. Ei. Jetzt wird er sterben, ich sag's euch. Oh, er ist nicht gestorben. Jetzt wird er sterben. Er ist wieder nicht gestorben. Irgendwas ist hier sehr, sehr komisch. Nein, Spaß. So. Wir öffnen hier nochmal ein paar Ohren. Und dann schauen wir mal, ob wir doch diese Tür irgendwie aufkriegen dort. Denn ich würde saugern mal wissen, was da drin ist. Bestimmt irgendein Schatz. Mein Schatz ist da drin. Ach Leute, ihr merkt schon. Ich weiß gar nicht, was ich reden soll. Also die Aufnahmen in der Aufnahme, die war eindeutig schon tausendmal besser als dieses Video. Denn keine Ahnung, was ich labere gerade. Aber naja gut. So, wir schauen nochmal. Alte Tür, die ist verschlossen. Die kann ich auch nicht mit Schlösserknacken öffnen. Anscheinend nicht. Das heißt, wir gehen weiter. Ich glaube, wir müssen irgendwie einen Schlüssel oder irgendetwas dafür finden. Ich weiß gar nicht. Wir hätten doch so eine Mission, dass wir diesen Rondra-Kamm, dann noch irgendwelche Gebeine und irgendwas anderes noch mitnehmen mussten. Oh, mein Handy im Hintergrund. Alles klar. Ich glaube, das hört man nicht. Das, warte mal. Das war ja falscher Artikel. Das Handy? Doch, das war richtig. Lol. ich weiß nicht, ob man es hört, denn... Ja. Es liegt auf meinem Bett, also relativ weit weg hier. Ja. So, Kuano, mein Lieber. Entschärf mal hier eine Falle. Und ich zerstöre mir diesen Krug. Hey, wir dienen ganz schön gut in der Zeit, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir schon 10 Minuten oder erst 5 Minuten aufnehmen. Aber eins weiß ich, dass hier schon wieder Gegner sind. Und wir keine hilfreiche Tatze haben. Das ist natürlich nicht gut. So, ich würde mal sagen, wir greifen den an. Ja. Den an. Ja. Und den nochmal an. Also alle zusammen auf den. So, wer ist das denn jetzt? Der hier, ne? Alles klar. Hey, wo ist meine hilfreiche Tatze? Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich habe die beschwören. Eigentlich kann man das ab... Also kann man schon was anderes machen, wenn das rot leuchtet. Was? Das ist nämlich so ein Zeichen, dass es halt schon geklappt hat, der Zauber. Aber na gut. Dann zaubern wir halt nochmal. Komm, komm. Was? So, und ich sehe schon wieder... Kuano ist wieder fast tot. Das ist nicht gut. Nein, unser bester Typ ist gestorben. Gut, dann speichern wir jetzt mal lieber. So, jetzt aber alle zusammen. Jetzt müssen wir ein relativ gutes Teamplay machen. Ich glaube, die haben am wenigsten Leben. Haben sie nicht? Die haben 30. Ich glaube, den greifen wir erstmal an. Jetzt müssen wir ein bisschen taktisch und klug spielen. Achtung! So, ich glaube, ein Befreiungsschlag hilft nicht viel. So. Ja. Angriff! Gut, Vorgang, habt einen Spaß hier. Ich heil mich mal. Und greife in der Zeit den hier schon mal an. Der 50 hat, oh nee, der hat zu viel. Den greifen wir lieber nicht an. Der hat nur 40. Der hat wieder 50. Der hat 30, den greifen wir an.
So. Na? Ich glaube, Ferris wird jetzt sterben. Weil sie sich zu langsam heilt. Und da ist sie tot. Verdammt, das wäre jetzt nicht sehr gut. Ja. Wie wir gespielt haben. Angriff! Und da ist der nächste tot. Aber ich glaube, Fulgrim tankt das hier noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Okay. 1 vs 1. Fulgrim gegen diesen Wasserspeier hier. Der Bär hält auch noch aus. Das ist gut. Fulgrim, los, probier dein Bestes. Nein, Fulgrim. Ich bin ein bisschen defensiver. So, und jetzt ist eine Finte ein. Perfekt. Das ist sehr gut. Nein, sie haben den Bären getötet. Ich bin so gut wie tot. Na gut, ich lade schon mal neu. Das schaffen wir nicht mehr. Das Dumme ist, Fulgrim ist halt gestorben. Ohne Fulgrim wird es ein sehr schweres... ohne Kuano wird es ein sehr schweres Spiel. Ich habe gerade wieder Fulgrim gesagt. Ihr merkt schon, ich werde nie diese Namen lernen. So. Gut, dann machen wir es mal so, dass wir den angreifen. Sie beschwört was. Und ich greife hiermit an. Oh nein, ist schon beschwört. Gut, das ist gut, das ist gut. Ja. So. Ja? Heil dich ganz schnell, Ferris. Und spiel defensiv. Nein, ich glaube... Wir gehen mal auf den hier. Was? Ja. Fulgrim, hast du es nicht geschafft, ihn zu töten? Das ist echt nicht gut. Balsam Salabunde. Gut, ich glaube, wir greifen jetzt doch den hier an. Weiche! Was? Ich glaube, wir müssen alle mal ein bisschen defensiv spielen hier. Fulgrim, machst du jetzt mal was? Er zieht einfach nichts ab. Was? Okay, ich bin auch gleich tot. So, gut. Fulgrim, greif den hier mal an. Was? Oh mein Gott, Fulgrim stirbt auch gleich. War ihr? Ja. Bei Angriff Schwert. Und ich hab's überlebt. Alles klar. So, ich würde sagen, wir können jetzt wegrennen und uns dann wieder heilen, aber na gut. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Angriff! Ja. Sanyasa! Sonst müssen wir hier einen taktischen Rückzieher machen. Nein! Oh, ja. Ich dachte schon, Fulgrim ist tot. So, gut. Heil Fulgrim. Und Fulgrim ist eh tot. Ja. Der hält das nicht durch, ich sag's euch. Ferris, meine Liebe. Weiche! Nein, greif den hier an. Ja. Greif alle den hier an, denn der hat weniger Leben. Okay, noch sieht's gut aus. Oh, ich speichere mal. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ich glaube nicht. Aber egal. Ferris hat halt so viel Leben. Verdammt. Ja. Was? Komm, regeneriert mal ein bisschen Mana. Okay. Wir heilen nochmal Fulgrim. Und gehen so lange auf den hier. Na?
Und speichern. Denn wir haben schon wieder eingekillt. Sieht gar nicht so schlecht aus zurzeit. Noch spielen wir relativ gut. Ah. Ui, das war jetzt hart. Der Schlag war hart. Gut, weil wir eh fast tot sind, setzen wir hier mal einen Zauber ein. So. Und Faeris probiert ihr Glück. Vorgramm auch. Gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, wir setzen es gleich nochmal ein. Ja. War ihr. Was? Faeris ist auch so gut wie tot. Okay, es sieht gut aus. Was? Leute, das schaffen wir jetzt noch. Das schaffen wir jetzt noch ganz, ganz locker. Ja. Komm. Jeder schlägt mal drauf. Super. Perfekt, Leute. So, der Wasserspeer geht auf mich. Das heißt, Faeris könnte eigentlich wegrennen und regenerieren. Na gut, das lassen wir mal. Wir gehen jetzt voll offensiv drauf. Gut. Ich bin tot. Dafür haben wir aber noch Vorgrimm, der tanken kann. Boah, das ist ein echt spannender Kampf und wir haben es echt gut gelöst. Dafür, dass wir keinen Kuano haben, der überstark gegen diese Gegner ist. Also schon echt cool gemacht, was wir gerade hier gemacht haben. Ich wundere mich gerade selbst, das war eigentlich eine ausweglose Situation. Also es gab schon einen Ausweg, nämlich wegzurennen. Aber ich bin doch kein feiger Held. Ich bin kein feiger Held. Habe ich das gerade gesagt? Ich habe das gerade gesagt. Ach lol, Leute. Ich sollte vielleicht meinen Mund halten. Bei diesem Display wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Nein, Spaß. So. Wir benutzen mal eine Bandage für mich und den lieben Kuano. Und setzen uns mal wieder ins aggressive Kampfverhalten um. Ja. Ein sehr schönes Wort. Gut, dann haben wir alle. Ich würde sagen, wir identifizieren noch hier ein paar Waffen. Ja. Und haben, glaube ich, sogar noch Zeit, um weiter aufzunehmen. Naja, ich weiß es nicht genau. Es war jetzt schon ganz schön happig, dieser Kampf. Und hier habe ich auch in der letzten Folge aufgehört. Da gibt es nochmal zwei Räume und dann geht es irgendwo weiter. Gut. Ich glaube, ich verabschiede mich hier. Ich bin schon noch kurz in Bern. Und hoffe natürlich, dass die Folge nicht zu kurz war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die nur 15 Minuten oder schon 20 geht. Aber na gut. Ich verabschiede mich hier. Auf Wiedersehen. Und nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss.